So, dann bauen wir doch mal ein neues Modell. Und das ist zweiter Schritt 1.0. Diesmal also kein Command-Bot, sondern das ist auch für Crew. Wir haben ein Probotopi QB. Okay. Ein Okto 2 und ein Stay Putnik. Aber das ist rund, das stelle ich mir komisch vor. Okay, nehmen wir mal das. Oh, ist das klein. Okay, ich bin ein Würfel, bringt mich ins All. Okay. Wir müssen das Ding auch irgendwie im All kontrollieren können. Auch später noch, um die Umlaufbahn zu korrigieren. Also braucht es auch sowas wie einen Antrieb? Gibt es so kleine Antriebe? Das da sieht passend aus. Sehr süß. Okay. Hast du auch gleich Treibstoff drin? 0,9 Liquid Fuel, 1,1 Oxidizer. Ach nee, das ist der Verbrauch. Glaube ich. Wir können einfach mal ganz kurz was testen. Das könnte jetzt ein wenig komisch aussehen. Hältst du mal das Ding fest? So. Speichern. Starten. Ja. Also, der Sinn hinter dem Ganzen ist, jetzt will er einfach gucken, ob hier jetzt schon Treibstoff drin ist. Also wenigstens ein ganz bisschen, dass wir Kurskorrekturen vornehmen können. Aber ich sehe hier jetzt schon keinen Treibstoff. Also ich mache den Schub einfach mal hoch, drücke Leertaste und das Ding will einfach nur runterplumpsen und kaputt gehen. Hey, es hat überlebt. Sehr schön, das Ding ist stabil. Endflight. Jo. Weiter basteln. Also, es ist kein Treibstoff drin. Das heißt, runter, wir brauchen einen Treibstofftank. Octa B Fuel Tank. Für Small Space Probes. Du bist rund. Gibt's noch was Eckiges? Monopropellentank. Achso, ist ein RCS-Tank. Ah, die sind auch. Wow, ist das groß. Okay. Propellant Fuel Tank. Ich glaube, wir werden das Ding hier benutzen müssen. Das hier. So. Jetzt das Ding da dran. Und das müsste dann eigentlich irgendwie funktionieren. Ich hoffe mal, das Ding braucht kein SAS-Modul. Das wäre, glaube ich, ein wenig übertrieben. Ja, die sind alle nämlich riesig. Place Anywhere 7 Linear RCS Port. Okay, machen wir nochmal vierfach. Und auf jeder Seite so ein RCS Thruster. Das heißt, er kann nach vorne fliegen und er kann sich drehen. Zu jeder Seite. Mit jeweils einem Thruster. Hast du dann jetzt auch genug Treibstoff für den RCS oder brauchen wir jetzt auch noch einen RCS-Tank? Das wird langsam ein wenig komisch. Propulsion. Fuel Tank, Fuel Tank. RCS, Fuel Tank. Riesig. Monopropellentank. Das ist ein RCS-Tank. Aber der ist ganz schön groß. Schalten wir wieder zurück auf 1. Wir können obendrauf so einen Tank für RCS-Fuel machen. Aber der ist mir zu groß. Oh, das sieht ganz schön skurril aus. Nee, komm, weg damit. Können wir das Ganze irgendwie ein bisschen mehr. So, dich nehmen wir auch erstmal weg. Du irritierst nur bei der Sicht. So, also. Können wir euch irgendwie mittiger anbringen? Angle Snap. Einmal Wabenstruktur, einmal rund.
Ich hätte gerne so eine Art Gittermodell. Achso, und wieder auf vierfach. So. Ja, sieht schon ein bisschen mittiger aus. Also das Ding müsste jetzt eigentlich fliegen können. Testen wir einfach mal. Speichern. Starten. Ich hoffe mal, das Ding kann auf dem kleinen Triebwerk da unten balancieren, sonst macht es gleich bumm. Oh, okay. Schaut gut aus. Und du hast auch Treibstoff, sehr schön. Schub hoch, Maximum und 3, 2, RCS an, SAS an. Das ist maximaler Schub. Er verbraucht Treibstoff. Nichts passiert. Ich habe es gerade testweise mal ein bisschen geneigt. Kann es auch ein ganz bisschen rollen. Erdanziehung ist schon was richtig Doofes, hä? Satellit? Sieht irgendwie erbärmlich aus. Na gut. Schub runter. Kann ich jetzt besser rollen? Geht so. Ja, nö. Also im All wird es bestimmt funktionieren. Also wir haben RCS. Oh, der Stromverbrauch. Der hat bald keine Ladung mehr. Ja, das wäre nicht so schön, ne? Wenn er in der Umlaufbahn ist und dann nach 5 Minuten keinen Saft mehr hat, um irgendwelche Daten zu senden. Oder überhaupt kontrolliert zu werden. Okay, zurück. Endflight. Jo. Vehicle Assembly Building. Das heißt, wir brauchen so eine Art Batterie. Utility. Rechargeable Battery Pack. Hält 2 AAAA Batterien. Das ist nicht viel. Wo packen wir die hin? Oben drauf. Zack. Sieht irgendwie aus wie Spielzeug. Aber na gut. Z400. Aber das ist ja auch nur Strom. Aber es ist keine Stromgewinnung. Es ist halt nur eine Batterie. Also wir brauchen noch Solarpanels oder sowas. Panels. Solarpanels, ja. Photovoltaik-Panels. Erstellt Electric Charge 2 pro Sekunde. Hehe. Die klappen dann wahrscheinlich aus. Okay, anders. Ihr müsst weg. Dafür brauchen wir richtige RC-Thrusters. So. Die Solardinger kommen hier an die Seite. Achso, erstmal wieder Zweifachsymmetrie. Ist ja richtige Friemelarbeit hier bei den Dingern. Okay. Die klappen dann hoffentlich aus und laden die Batterie da oben wieder auf und füttern unseren Chor hier selber, dass er Daten senden kann. Okay, RCS Thrusters, die da. 2 Stück. Der müsste jetzt trotzdem in jede Richtung sich drehen und bewegen können. Ja, okay, du bist schon mal 1.2. Speichern. Das heißt, das Ding müsste theoretisch alles haben. Praktisch brauchen wir nur eine Rakete drunter, um das ganze Ding ins All zu bekommen. Achso, ja, und irgendwelche Sendemasten. Science. Communitron 16. Ein Accelerometer. Das misst die Beschleunigung eines Raumschiffes. Ja, nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Und ein Communitron 8888. Wir haben keinen Platz mehr. Ja, habe ich keinen Platz mehr. Auch du könntest einfach hier ranbappen an den Tank. Hihihi. Okay. Nicht direkt vor den Schubdüsen. Also hier wahrscheinlich. Okay. Und was machen die hier? Die sind kleiner. Dann machen wir doch mal vierfach. Und machen die hier hin.
Jo, das sieht doch wie ein Satellit aus. Sehr schick. Also, zweiter Schritt 1.2. In Klammern nur Probe, nee, nicht Probe, nur Satellit. Passt nicht. Okay, Probe. Nicht als Probeversuch, sondern als die Probe, die etwas analysiert und so weiter. Also, unser Satellit. Okay. Ich schicke das Ganze mal auf die Startbahn, einfach um zu gucken, wie ich das mit den Solarpanels mache. Starten. Okay. Fällt schon mal nicht um. Sehr gut. Electric Charge verändert sich nicht. Ich gebe mal Schub. Starte das Ding. Ah, okay, jetzt verbraucht er Strom. Oder hat zumindest was verbraucht. Aber nur ganz langsam. Solarpanel. Zack. Sehr, sehr cool. Jo, sauber. Und jetzt müssten wir, genau, wir kriegen mehr Strom, als wir verbrauchen. Und wir brauchen jetzt nur Treibstoff, weil ich gerade Gas gebe. Sehr schön. Also ich denke, damit unser Satellit wirklich fertig. Ende. Ende. Vehicle Assembly Building. So, jetzt kommt hier eine Dockklammer hin. Die Struktur. Stack die Coupler. Zack. Ich würde das Ganze gerne noch irgendwie mit einer Haube abdecken. Genau, sowas da einfach drüber setzen. Aerodynamik. Nose Cone. Können wir nicht. Können wir das ganze Ding da jetzt irgendwie. Ups. Das ganze Ding würde ich jetzt gerne bewegen können. Zweimal Symmetrie. Da wieder ran. Und das Ding. Genau. Ne, können wir nicht irgendwie. Und es passt doch nicht ganz wegen diesen Kommunitrons da. Weil ich denke mal, das wird nicht wirklich überleben, wenn wir das Ganze mit einer riesigen Rakete ins All pusten. Detektoren, das ist alles nur Schnickschnack. Kontrolle. Nö, das sind die RCS-Ports. Decoupler. Ein Rover? Nein. Könnten das Ganze mit dem Decoupler an eine Rakete ranbappen, aber dann würde es noch eher abreißen. Eine Micronode. Oh, sehr klein. Construction Strut. Könnten da einen Rahmen rumbauen. Also wahrscheinlich eher für eine Space Station sein. Genau, hier ist ein Hub für eine Space Station. Ganz schön klein. Aber gut. Nö, wir werden jetzt wohl probieren müssen, das Ding einfach so hochzuschießen. Heißt, wir nehmen jetzt das ganze Ding, machen es höher. Bauen jetzt darunter ein Advanced SAS-Modul wieder. Auch wenn es vielleicht Gewichtsverschwendung ist. Das letztes Mal hat mir gereicht mit dem Hin- und Herschlackern. Dann jetzt noch ein Control. RCS Thrust, denn erstmal brauchen wir RCS Fuel. Da. So. Jetzt doch einmal RCS Thrusters. Drei Stück. So. Und jetzt den Treibstoff. Und zwar ruhig wieder. Obwohl. Ja, doch. Ruhig wieder zwei. Denn den kleineren Antrieb drunter. Das war der hier. So. Ein Decoupler. Struktur. Decoupler. So. Das Ganze noch ein bisschen höher ziehen. Und jetzt. Komm. Eins, zwei, drei.
den stärkeren Antrieb. So. Dann noch die anderen Decoupler. Und dann wieder die Feststoffraketenraten basteln. So. Und nehmen wir ruhig 4 diesmal. Für mehr Umf und so. Wo ist die Mitte von dem Ding? Ja, machen wir es ruhig mal hier ran. So. Und jetzt die großen, nicht ganz großen Feststoffdinger. Genau die hier. Drehen, drehen, drehen. So, will er nicht. Oh. So. Da blinkt immer nur ganz kurz auf. Das ist... Ah ja, sehr schön. Die sind aber nicht drauf auf den Dingern. Ich guck mal von oben. Das fällt einfacher. Wow, nein, es ist nicht einfacher. Definitiv nicht einfacher. Ja, die setzen wir mal kurz dahin. Machen die hier woanders hin und probieren es dann nochmal. Jo, viel, viel besser. So. Dann bekommt ihr noch diese Nose Cones. Die da. Nein. Die da. So, was fehlt jetzt noch? Wir haben RCS-Kontrolle, wir haben Advanced SAS. Wir haben Antriebe, die wir noch zusammenschalten müssen. So. Warum sind jetzt 2 Decoupler? Das ist nicht gut. Okay. Das dürften doch nur die 4 hier sein. Du bist der Falsche. Du bist der Richtige. Also Reihenfolge. Die 5 Dinger hier. Der Flüssigtank mit dem Antrieb und die 4 Feststofftanks mit deren automatischen Antrieben starten alle in der ersten Stage. Danach werden... Ich suche eine Chance. Danach werden die 4 Tanks unten abgesprengt. Dann startet der Treibstofftank hier mit seinem Antrieb unten drunter. Was bist du für ein Decoupler? Oh, sollten vielleicht erst die Kappeln und gleichzeitig den Dings starten. Okay, also die sprengen weg. Das Ding brennt durch. Das Ding wird abgesprengt. Der andere Antrieb startet. Und was bist du? Was bist du für ein Antrieb? Du bist alles zusammen. Da ist irgendwas komisch gelaufen. Ich spreche das mal ganz kurz unter 1.3 ab. Und teste das einfach mal. Obwohl ich einen echt üblen Verdacht habe.